Hey, servus Leute und willkommen zu einer neuen Episode Ark. Der lange Weg zum Boss. Ja, mal schauen, ob es reicht. Letztes Mal noch gesagt, wenn wir einen schönen großen Stego sehen, nehmen wir den mit. Ja, ich habe zwei. Oh, der zweite war jetzt nicht so groß, aber geht sich natürlich an, zwei parallel zu machen. Ja. Nee, drei? Hä? Er wird aber noch ewig dauern, da ist er jetzt im Prinzip satt. Ja, auf den Drittlader schon. Ja, aber das heißt, wir müssen jetzt hier bleiben. Ja, außer man. Ist es nicht so, wenn man weggeht, dann passiert auch nichts, oder? Alles gut? Ja, bis du aus der Render-Range raus bist, kann was passieren. Und bist du dann wieder, wenn du reinfliegst und hier fort bist, kann auch was passieren. Gut, das kann sein, ja. Ich habe mir heute erst die Folge wieder angeschaut, wo ich den Wolf gezähmt habe. Dieser OP-Wolf, wo ich wissen wollte, was der für Werte hat. Und der ist ja dann gestorben beim wieder reinfliegen. Weil da einfach Yuti mit Karnos gespawnt war in der Zwischenzeit. Jo, das ist doof, ja. Ja. Und daher hängen wir jetzt hier fest. Ja. Und selbst umbauen ist auf dem Hang immer ein bisschen blöd, wenn da von oben eine Hyäne reinspringt oder sowas. Archies könnten ja auch noch hier sein. Die fliegen dann da rein. Ja. Jo, also, chillig zurücklehnen. Alle Zuschauer. Toilettenpause. Getränke auffüllen. Mich auch Toilettenpause? Ja, mach. Ist okay. Dein Wachhund ersetzt dich. Perfekt, dann bis gleich. Ja. Du Tierquäler, ich komm rein und sehe, dass du ein Level 12 Archie gibt. Das hat dir nichts getan. Doch, der hat die Alarmanlage schon ausgelöst. Ja, hat er doch was getan. Und ist dann wieder raus. Der wollte mich hier, ja. Ärgern? Ja, der hat mich gemobbt. Ihn? Ich weiß. So, wie sieht's bei Figurine aus? 52%. Ja. Oh, die sind ja schon bei 40. Ihr habt das Gefühl, dass allein die Karotten ihn zähmen würden. Das was? Dass die Karotten schon reichen würden fürs Zähmen. Ach so. Ja, der frisst jetzt die Kartoffeln. Ach so. Die habe ich zuerst Ach, reingelegt und an den frisst er jetzt. Ach so. Ja gut, das sortieren. Oder halt Kartoffeln. Aber das, die reichen ja trotzdem, die Kartoffeln, für beide sowieso ja. Sind. Ja. Du hast den Pelz immer noch an. Was soll das? Hier herrscht Uniformspflicht bei uns. Genau. Ach du Schreck. Emo, was hat man da? Ach, war ja doch schon eine ganze Menge. Ja, du machst es überzeugend. Das blödet man hier rum und checken nicht, dass hier irgendwas unsere Tiere auffrisst. Aber du hast doch so einen besonderen Mann. Was ist so besonders? Einer, der 30
oder so Dings Filet gekostet hat. Ach, der. Genau. Oh Mann. Den wollte ich nicht benutzen. Hand lassen, die Hand. Das eine Emote sieht man wahrscheinlich nur so richtig. Mal gucken. Echt Woher jetzt? hast du das? Das ist alles. Keine Ahnung. Ich habe nämlich nur die Standarddinge dann von Turkey Trial, Winter Wonderland und Fury Wall. Ja, das ist das Und Fury Wolf, ist Fury. das, ja. Genau. Lol. Ja, echt toll, oder? Ja, okay. Warum böse? Der beißt sich auch den Finger ab. Kennst du nicht, oder? Diesen Bösewicht. Er tut seinen Meine kleinen Finger Finger. so an die Zähne und Lippen halten. Ja. Wenn es mit der einfällt, wie der heißt, dann sag ich dir das. Ist es ein Horrorfilm? Nee, das ist so eine Komödie Bösewicht. Achso. Dr. Evil. Kenn ich. Ja, Teil 1 ist schon richtig alt, aber soweit ich weiß, gibt es jetzt einen Teil 2, aber ja, wenn du so richtig verschlagene, böse Sachen machst, dann tust du halt dann den Finger dann so ran, dann so. Und das ist dieser Emote jetzt. Wie nennen wir sie da? Wir geben unseren Tieren gar keinen Namen, oder? Doch, das ist ein besonderes Tier. Ja, finde ich auf jeden Fall besonders, weil sie dich vor uns schon so aufgepikst hat. Aber halt weiblich, sonst wäre jetzt Spießer oder sowas wäre jetzt drin gewesen. Ja, irgendwas abgedroschenes kann man ja auch nehmen. Bloody Mary oder so, keine Ahnung. Oha, die Rückenknochen da, diese Platten, die haben jetzt eine Hitbox, glaube ich. Ja? Die hatten auch schon immer eine Hitbox. Sicher. Ja. Ja, Die haben nee. dich ja auch immer schon protected bei Geschützen. Ja. Ja, gut, ich bin vielleicht auch nicht drauf gelaufen. Achso, okay. Das könnte sein. Das waren schöne Zeiten. Ja. Komisch, erinnert sich nur an die schönen Zeiten. Da gab es auch viele Tränen um die ganzen Tiere. War früher. Glaube, ich saß sogar nur einmal auf dem Stego und hab gesaugt. Glaube ich. Oh. Weiß noch, wo das war. Nee, so genau weiß ich nicht mehr. Weiß nur, dass du es machen musstest, dass du dran warst. Vielleicht sagt ihr was, das sah ein bisschen aus wie so ein fröhlicher Hund. Von einem Boot. Ach, das war das. Ach, du Schreck, stimmt. Das wäre noch am Land mal wo gewesen, aber okay. Ja. Alles mit dem Boot, das war natürlich, Ach doch, ja. stimmt, doch, doch, da war auch ein Land, da war ein Land auch, ja. War es nicht die Höhle? Ja, ich denke schon, die Höhle war das, ja. Ja.
Auf dem Boot, das war ja eh was ganz Besonderes. Ja. Da verbuggt manches. Stundenlanger Bootsfight. Und dann mehr oder weniger an dem Backen. Ja, verloren haben wir nicht, aber wir haben Verluste eingefahren. Ja. Unterm Strich hat er verloren, der Feind, aber wir haben zwischendurch ein Boot verloren wegen dem, ja, ich würde, also ich behaupte, das ist einfach mal, das ist ein Bug, das ist eine Frechheit. Ja, das war ein Bug. Also, das Bug, das Bug. Der Bug hat eigentlich das Boot hintereinander reinfahren können und weil Jonas ja eine Gasgranate da reingeschmissen hatten, als die beiden stuck waren, er dann freigekommen ist. Wer er dann da rausgeblitscht ist oder so. Ja. Aber an sich war es auch gut, weil dann hatte der die Gasgranaten und hat sich selber betäubt. Ohne die Gasmaske aufzusetzen. Das war echt. Oh, ich bin gerade noch so rausgekommen, da war mein Kopf im Wasser. Oh, wisst ihr was? Hier ganz schnell rausnehmen. Ja, ich war eher schneller. Ja. Ein. Unten. Ja. Ich bin stuck in dem Stego. Ich muss einen Vogel nehmen. Ach, eine Ameise. Wie sie sich angehört hat. Ich schieß sonst nie mit dem Teil, oder? Aber für eine Ameise. Ja. Das war mal es jetzt Danke, du wert. hast mit der Shotgun geschossen. Dachte ich kurz. Achso, nee. Die wären ein bisschen lauter gewesen. Ja, und dann wird es schon wieder Nacht. Aber, jo, müssen wir ein bisschen farmen. Ja. Achso, ich wollte eigentlich den Dressur machen. Wegen dem Pony. Du bist gerade in der Base? Ich kann wieder zurückfliegen. Achso. Also ich war nur auf dem Hälfteweg. Also ich kann ihn gerne machen. Wer macht das? Falls das Pulli noch da ist und wenn nicht, muss man halt noch ein bisschen was dazu produzieren. Kannst du noch irgendwas machen? Mir war nichts eingefallen. Haben wir immer noch Pulli über, oder was? Moment. Eigentlich ging es nur um das Pulli, dass es nicht verdirbt. Ja, ist noch was übrig. Du musst neues decken und mir mal sagen, mal informativ, was wir da noch haben. Yep. Wird gemacht. Moment, ich soll vielleicht auch aus dem Schreiben raus. Noch eine Reihe, also 120. So viel, Pulli noch. War da vielleicht noch hartes Poly drin? Das Alter. habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, möglich. Im Endeffekt hast du jetzt gar nichts von Naturpoly benutzt. Auch bestimmt, da war mehr drin. Bestimmt. Hoffentlich. Mann. Profis. Also, wird nochmal für einen reichen. Ja, Aber jetzt dann sieht das das glaube Geld ich schon, dass aus. es jetzt nochmal reichen würde, ja. Ja, gut. Wir haben Obsidian vor der Tür. Ja, also. Kannst du da Selbst mal wenn, dann wird es an dein. Öl fehlen. Ja, genau. Kommst du bald wieder oder nicht? Ach so, ja. Ist nur eine Frage, weil ich dein Wachhund jetzt nicht gekrabbt habe. Was steht da noch da unten? 20. 116er, was Kleines für mich nur. Was war's? Die Morphodon. Genau, danke. Hast du kurze Zeit? Ja, warum? Mir ein bisschen was Schönes, Leckeres für das Tier zu besorgen. Achso, ich habe gerade Rex getötet. Das ist schon was da. Dann bloß mit den anderen kreuzen, dass er die schönen Farben rüber gibt. Weil du bist kein Schöner.
Das ist da ja Folgen, oder? Oh, Vogel. War ja mal easy. Kommt eigentlich das Holz hin, auch in den Tresor, oder? Ja, eigentlich war das Holz ja mehr in den Schrank davor, wo jetzt die Sättel drin sind, ne? Ja, aber ich denke, da ist noch Platz, oder? Ja, für das Holz, wir haben. Ja, pack's halt in die vorderen Schränke, das. Ruckzuck wieder weg. Weil der besagte Tresor ist eigentlich voll. Ja. So. Also brauchen Stein, wir, wo mache ich jetzt Stein? Brauchen keinen Strom mehr holen mit dem Anki oder so. Ein bisschen so eine dämliche Spitzhacke. Komisch. Eigentlich von dem Paar, oder? Ja, habe ich jetzt wo ist meine gute dann? Das weiß ich nicht, ob du die hingelegt hast. Jo, seltsam. Vielleicht hast du die außerhalb in den Schrank getan? Ich schau mal schnell. Spitzhacke. 182 könnte es nicht sein. Ja, auf jeden Fall besser wie die 116, ne? Ja, die ist auch schön angenuggelt, ne? Hm. Aber ich dachte, du hättest eine bessere als ich gehabt. Ich habe nur 185. Ich dachte halt auch, die wäre besser. Das war bestimmt meine vorhergehende. Ja. Aber wo die jetzt liegt, verschickt sie auch irgendeiner Box. Aber egal. Braucht man eh fast nicht mehr. Ja. So, wo hatte ich mich denn ausgelockt? Hier oben drauf, eigentlich auf dem Grill. Ist jetzt mein Vogel gegrillt oder wie? War ich mit dem anderen Vogel? Irgendwann gezogen? Mit dir noch? Was? Hast du den anderen Vogel schon mitgenommen? Ja, den habe ich auf. Ach, hier ist meiner. Der ist ja rübergeflogen. Schau vielleicht mal, ob du dem dir eine Spitze gegeben hast. Nö. Gib dann eben meinen Vogel. Ach, du meinst jetzt den Archie oder was? Nee, falls du beim Fliegen reinmachen oder so irgendwie. Ach so. Okay, schau ich. Nee, hat nur. Das Filet. Ich sage ja einmal verloren. Ja, werde ich ihn trotzdem kurz voll machen. Kann er nämlich auch wieder nachspawnen, dabei ins Stego, es war so viel Metall schon nachgespawnt. Nehmen wir doch das viele Metall hier, hä? Ja, das klappt, das wäre gut, ja. Ey, richtig rausgepickt. Ja. Überfall. Ich hab noch Beeren, aber ich denke so. Nee, das war so richtig haben. Voll jetzt schon. Umladen also. Das wäre gut, ja. Stein ohne Ende. Achte, hier ist vielleicht noch ein, zwei Felsen. In der Base steht einer mittendrin. Also bei den Steinen da unten, bei den Hexen. Ja. Hier, vor uns, ne? Ja, auch. Auch. Oh, da wir gehen mal ein bisschen genauer. Einfach geradeaus runter.
Bei den Rechsen mittendrin. Also nicht mittendrin, Bei den sondern. Rechsen sagt er, hört euch das mal an. Da ist ein Rechse, hier ist ein Rechse, da ist ein Rechse, dort ist ein Rechse, überall ist ein Rechse. Jetzt unter uns Ja, ich fast. sehe es. Aber trotzdem die Navigation bei den Rechsen. Okay, das musst du. Passt gerade vom Gewicht. Okay. Und dann geht's in den Wald. Ja. Okay, Teilsuche Runde 3. Ja, und hier ist ganz schön heiß. Und jetzt will ich auch mal Ergebnisse sehen. Ja, ich auch. Geht erst nach Hause, wenn wir einen Teil haben. Ja, das war doch mal wieder was Schönes fürs Team. 125er Lackhandschuhprint. Ui. Oh, ich hab ein Hausschwein. Weil wir müssen nicht für Kacke, aber eigentlich brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Ja, bei der Kacke läufst halt einmal durchs Gelände und dann hast du für die Ja. Düngerbox eigentlich genug. Wenn du jetzt 6, 7 Düngerboxen aufstellst, dann sieht es anders aus. Ihr lebt irgendwie gar nichts. Wie bitte? Ihr lebt gar nichts. Ja, ausgestorben. Oh, ich sehe einen Carno. Ist doch nicht ausgestorben. Wow, ein Kanu. Ja. Gegen was kämpft. Die Pompen. Man kann auch nicht so sagen, dass der Sumpf irgendwie überbevölkert wäre. Ja, das stimmt auch. Außer es sind halt da ganz, ganz viele Blutegel. Ja, das teste ich gerade. Jetzt bin ich erschrocken, weil das Chippy mir hinterher rennt. Ah. Dali Mimus habe ich auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Was? Ernsthaft? Ja? Da habe ich heute schon 4, 5 Stück getötet. Ich habe heute noch keins gesehen. Okay. Kann man die nicht schreiben? Ja, habe ich mit dem Tai auch getäuscht. Willst du einen haben, warum willst du den krabben? Ja, ich wollte, weil es schnell war zum Weglaufen, aber er war zu. Hundertzwölfer, wirklich jetzt? Echt? Ja. Wie lange ich da auf offiziellen Servern gesucht habe nach sowas geilem. Ja, mal ein paar Fische getötet, aber so viel waren da jetzt auch nicht da drin. Vielleicht so 40, 30. Das wäre jetzt zwar cheaten, aber ich weiß nicht, was vielleicht helfen würde, wenn man mal alle Tiere per Command töten lässt. Das ist auch kacke, ne? Also halt im Cheaten. Natürlich würde das auf jeden Fall helfen. Weiß nicht, wie man das sieht, wie das auch andere sehen. Ist das Cheaten oder ist das keins? Ich kenne jetzt die Spawn-Regeln nicht, ob jetzt
einfach überall mehr werden und jetzt hier die Stelle halt ewig leer bleibt, wenn man da nicht hingeht und die tötet. Das weiß ich auch nicht. Man könnte jetzt schon mit dem Rex hier mal zum Beispiel durch den Sumpf marschieren, aber es war halt jetzt auch nicht so viel. Jetzt hätte ich den schon längst mal ausgepackt und mal hier laufen lassen, aber hm. Das war ein Otto. Wer bin ich? Das war ja ein Otto, ich dachte, es wäre ein Pegamastox. Nein, nein. Der süße Otto. Wusstest du, dass ich Otto? 104er also, Otto, einfach tot. Werden mich alle hassen. Ich hab mal gehört, dass sich Otto im Real Life, wenn die schlafen gehen, sich festhalten müssen, nicht beim. Als im Wasser schlafen, nicht weggespült werden von den anderen. Oh. Hab ich gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin kurz mit dem Bild schon in der Fall. Sieht voll süß aus. Ja, wir können unseren Teil zu Hause umbenennen auf letzter Teil. Alle seine Lebens- Artgenossen meine ich, sind alle ausgestorben. Ja, sieht so aus. Ich meine selbst, wenn ich blind bin, wäre, wie auch immer, müsste ich mich auch runterschmeißen. Irgendwie schon. Eigentlich müsstest du längst mal abgeworfen worden sein. Aber nein. Ausgestorben. Genau. Ach, du fliegst fleißig deine Runden, oder was? Wie bitte? Du fliegst fleißig deine Runden im Redwood. Genau. Oh Mann, hier ist einfach nichts. Ja. So langsam aus sich, aber das ja, frustrierend. Ja, auf jeden Fall. Giga ist auch wieder im Wald. Ja gut, da hilft uns wenigstens das ganze kleine Tier wegzumachen immer. Ja. Wenn man dann den Teich wegmacht. Ja. Aber auch Rexes spawnen hier gar nicht mehr, alles auch nicht. Ja. Noch haben Terra Birds. Na, Terra Birds habe ich heute schon einige gesehen. Ja, ich auch ein paar, aber auch nicht so viele wie sonst. Ja. Dann vielleicht noch den einen kommenden Tag noch suchen und dann Schluss oder erstmal wieder. Ja, finde ich auch. Geht nämlich. Wird langweilig. Ist eh schon langweilig, aber. Ja. Ja, so rein gar kein Erfolgserlebnis, dass man überhaupt nicht einen findet. Ja. Jetzt bin ich ja nur einfach geradeaus durch. Und
das alles getroffen wurde, ist echt ein Wunder. Wenn man dann nicht vorbereitet ist, dann wird man durchgehend runtergetroffen. Ja. Ich hoffe, du suchst die ganze Breite von dem Wald immer ab. Wirklich jeden Winkel. Du musst jeden Winkel absuchen im Wald. Ja. Yeah. Nicht nur einfach Kreise drehen oder so, sondern wirklich immer die ganze Breite auch mit benutzen. Vierer Caprosaurus. Er macht dir bestimmt ganz viel Ärger. Ja, jetzt macht er ja von mir gar nichts wollte, ne? Der ist an mir vorbeigesprungen hinten auf den Vogel, den ich auf Folgen habe. Der Arme. Ja. Ah, ich hab da bestimmt 1000 Tiere getötet, wenn Fische mit dazu zählen. Ist so ausgestorben hier auch gegenüber von dem Fluss. Da ist einfach nichts mehr. Ja. Also irgendwas läuft in dieser Welt gewaltig falsch. Da sind immer noch ein paar kleine Tiere, aber hier ist ja nichts Großes mehr nachgespawnt. Wie voll das hier immer ist eigentlich noch an dem See, an dem Fluss. Ja. Aber echt schon sehr komisch, dass wir nicht ein Teil gefunden haben. Ja. Na, man sieht ja auch, wie leer der Wald ist. Ja, das stimmt auch. Wenn die jetzt eine Spawnrate von, keine Ahnung, 3% haben oder was? Hm. Ja, sie planen Tire-Kollege, müssen wir uns nochmal überdenken. Das. Ja. Hat uns jetzt schon so viel Zeit gefressen. Dann bis irgendwann mal. Genau. Tschüss. Ciao. Gut, da geht's sozusagen ein wenig erfolgreicher Tag zu Ende. Klar, wir haben gefarmt, wir haben ein paar gute Stegos, die wir jetzt eigentlich ja in unserem Farm benutzen und beim nächsten Mal mit denen vielleicht mal ein bisschen testen, den Blutschaden rausfinden, wann und warum die aufspießen, wie die das machen. Herr Kollege und zweiten haben wir nicht gefunden. Wenn man dann mal einen findet, ist es wahrscheinlich auch noch das falsche Geschlecht, dass man nicht züchten kann oder ein Lowy. Also der Plan mit einem Coleo in die Hütte zu gehen, der ist ja vermutlich gescheitert. Wir werden auf jeden Fall offscreen nochmal besprechen, wie es weitergehen soll. Und das ist für uns frustrierend und fürs Zuschauen auch nicht wirklich toll, wenn das hier
kein Meter vorangeht. Ja, und dennoch, ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Und dann soll das mal ein bisschen erfolgreicher ablaufen wie heute. Also Leute, vielen Dank für Einschalten, liken, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode wieder. Ciao.